Mahlzeit, willkommen zu Hugos Hobbys und dem fünften Modellbau-Tutorial. Diesmal geht es um die Decals. Das Tutorial sollte relativ schnell gehen diesmal, ausnahmsweise. Behaupte ich jetzt, hätte jetzt eine halbe Stunde. Ja, aber wie immer trotzdem einmal ganz kurz Theorie, um euch zu nerven. Das da sind Decals, gesehen hat sie vielleicht schon jeder. Einsteiger, die sowas noch nie gemacht haben, fragen sich jetzt aber vielleicht, wie kriege ich die überhaupt aufs Modell? Das sind keine Aufkleber irgendwie, man kriegt sie nicht ab. Richtig, es sind keine Aufkleber. Warum sind es keine Aufkleber? Aus dem ganz einfachen Grund, Aufkleber wären zu fett. Warum überhaupt Decals? Aus dem ganz einfachen Grund, sowas wie das da, dieser kleine putzige Polarbär hinter dem weißen Stern, roten Stern, das kriegt keine Sau mit dem Pinsel aufgepinselt. Ja, also, was sind jetzt Decals? Decals bezeichnet man auf Deutsch auch als Nassschiebebilder. Nass deutet schon mal an, wir müssen die Dinger irgendwie nass machen. Richtig. Wir schneiden uns die hier von dieser Trägerpappe aus. Mit einer Schere oder mit dem Cutter. Dann weichen wir das Ganze im Wasser ein. Und dann können wir das von der Trägerpappe quasi rüberschieben, Nassschiebebild, auf das Modell. Die Pappe quasi unter dem Bild wegziehen, das sehen wir aber gleich nochmal genau im Tutorial. Eine andere Alternative gibt es noch. Das sind die sogenannten Trockenreibe-Decals. Die sind jetzt aber bei Modellen eher selten. Als Beilage zu einem Modell habe ich sie noch nie gesehen, muss ich gestehen. Ich habe gestern mal gegoogelt, ob es das überhaupt gibt für den Modellbau. Habe dann gefunden, auf dem Sockelshop, da gibt es zum Beispiel Trockenreibe-Decals für alle Nationen des Zweiten Weltkriegs, alle großen. Allerdings nur in 1 zu 35. Trockenreibe-Decals, nur der Vollständigkeit halber, funktionieren, indem man sie halt meines Wissens andersrum, die sind dann entsprechend spiegelverkehrt, wenn ich mich nicht irre, auf das Modell hält und dann auf der Rückseite mit irgendwas drüber rubbelt, zum Beispiel mit so Bleistift oder sowas, und dann überträgt sich das auf das Modell. Ist aber, wie gesagt, eher selten. Im kleinen Maßstab 1 zu 72 wüsste ich jetzt nicht, dass das überhaupt existiert, gibt es aber bestimmt auch irgendwo. Was brauchen wir, um die Decals aufs Modell zu bringen? Wie Nassschiebebildchen. Natürlich wollen wir sie nass machen. Wasser. Gerne so heiß es der Wasserhahn hergibt, umso schneller lösen sich die Decals an. Dann sehr hilfreich zum Festhalten eine Pinzette. Eine Schere, um die Decals auszuschneiden. Wenn sie dann nass sind, wollen wir sie wieder trocken haben. Taschentücher. Oder auch Wattestäbchen. Hinterher wollen wir das Ganze versiegeln. Dafür matten Klarlack. Da das jetzt hier Emailfarbe ist, auch noch Terpentin zum Auswaschen und natürlich ein Pinsel zum Auftragen. Kurz noch ein paar Besonderheiten. Die Pinzette. So wie die linke Pinzette, sollte die Pinzette, die man für Deckels benutzt, unbedingt auf der Innenseite glatt sein. Die rechte ist von innen so ein bisschen gezahnt. Da könnten die Deckels durchaus dran hängen bleiben, im schlimmsten Fall sogar kaputt reißen. Und dann hatte man mal Decals. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen eine glatte Pinzette. Ansonsten hatte ich ja gesagt, das Modell komplett mit Acrylfarben behandeln für die späteren Alterungsschritte, damit wir da keine Probleme kriegen. Ich habe jetzt leider nur Mattlack in Email. Das sind aber nur ganz kleine Flächen, wo ich das brauche. Deswegen wird das nicht allzu tragisch sein. Das sehen wir dann. Ja, so viel zu den Materialien. Dann legen wir mal los. Ja, unser Stalinpanzer ist ja jetzt in einem Tarnmuster, was in der Anleitung gar nicht vorgesehen ist. Ich werde aber trotzdem, abgesehen von den weißen Streifen, die halt typisch für die Invasionstruppen Berlins sind, werde ich aber trotzdem die Decals so verwenden, wie sie hier vorgesehen sind, also die Zahlen und auch dieses Abzeichen hier von dieser Polarbär-Panzerbrigade, wie auch immer, Panzerkorps. Mir gefällt auch besonders gut hier vorne diese Zahl unterhalb der Fahrerluke. Meistens, wenn russische Fahrzeuge überhaupt irgendwie beschriftet sind, und das ist relativ selten tatsächlich gewesen, wenn man sich Archivaufnahmen anguckt, dann beschränkt sich die Beschriftung meistens nur auf den Turm. Deswegen finde ich das ein ganz nettes Detail, dass hier auch für die Wanne was vorgesehen ist, und das wollen wir dann auch so machen. Also brauche ich auf jeder Turmseite einmal und vorne auf der Wanne einmal, also insgesamt dreimal drei Zahlen. Die schneide ich mir jetzt einmal aus. 432 sollte die Nummer sein. Bei den Decals ist übrigens oft nochmal so eine Schutzfolie drüber, wenn man das Modell frisch auspackt.
Je nach Firma ist die aber auch oft schon abgefallen. Bis man das Modell dann bekommt irgendwann. Das wird ja sonst wo auf der Welt produziert. Also da auf jeden Fall drauf achten. Diesen Schutzfilm, den muss man natürlich erst entfernen. Aber wenn man so wie hier... gerade bei dem Roten, wo man es einigermaßen deutlich erkennt hier. Ja, wenn man da alles deutlich erkennen kann, oder hier der Schriftzug, der jetzt mit den Decals selber nichts zu tun hat. Wenn das nicht milchig aussieht, dann ist da auch kein Schutzfilm mehr drauf. Also, das erkennt man schon deutlich, auch wenn man das noch nie gemacht hat. Sieht man, ob da noch ein Schutzfilm drauf ist oder nicht. So, jetzt sind alle Decals ausgeschnitten. Die restlichen hebe ich mir auf, für eventuelle andere Modelle. Und dann fangen wir jetzt mal hier am Turm an. Der ersten vier. Ich greife mir das Deckel immer so knapp am Rand, sodass ich nur ein Eckchen davon festhalte. Damit auch großflächig unter das ganze Deckel das Wasser drängen kann. Gut festhalten, wenn euch das im Wasser wegflutscht, kann es sein, dass sich das Deckel von der Trägerpappe löst und dann ganz lose im Wasser rumschwimmt. Und dann ist es fast unmöglich, das noch zu verwenden, weil wenn man das aus dem Wasser rauszieht, dann rollt sich das zusammen. Und das ist wirklich nur ganz hauchdünnes Material. Das reißt dann viel zu leicht. Ich bewege das immer so ein bisschen hin und her hier. Streiche das so ein bisschen an den Rand vom Glas entlang, weil die Pappe sich so ein bisschen zusammenrollt. Da kann man schon mal ganz vorsichtig gucken. Ja, das lässt sich schon bewegen. Deckel an einer Ecke festhalten. So, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Im Grunde halte ich ganz vorsichtig mit dem Finger das Deckel an der Stelle, wo es hin soll. Und ziehe. Ja, genau. Und ziehe mit der Pinzette die Pappe drunter weg. Die lose Pappe sammle ich meistens schon auf so einem Taschentuch, da kann ich die später gesammelt wegschmeißen. Wenn man sich einen Pinsel ein bisschen nass macht, kann man jetzt das Deckel auch lange Zeit noch, und man sieht richtig, es schwimmt, wenn ich das hin und her bewege. Den Pinsel jetzt nach und nach ein bisschen abtrocknen. Oder auch, und so mache ich das meistens, das Ganze mit dem Taschentuch ein bisschen absaugen. So, bis das Deckel aufliegt. Jetzt ist noch ein ganz hauchdünner Wasserfilm da drunter. Aber groß genug, dick genug, um das Deckel noch ein bisschen zu verschieben. Ja, jetzt ist es schon wieder ein bisschen zu trocken. Das ist auch noch nicht ganz die Position, die es haben soll. So, wenn das Deckel dann positioniert ist, entferne ich mit einem Taschentuch das restliche Wasser, das noch dort ist. Und gut ist das Ganze. Jetzt sehe ich gerade, eigentlich hätte die Nummer nach hinten gehört. Und der Polarbär nach vorne auf den Turm. Ich gucke jetzt nochmal, wenn das Deckel noch recht frisch ist. Ja, man sieht, man kann das reaktivieren mit ein bisschen Wasser. So, hier hinten an den Turm. Da soll die Nummer eigentlich hin. Also solange noch nichts versiegelt ist, kann man die Fehler relativ gut noch korrigieren. Ist auch einigermaßen gerade, weil da die Handgriffe sind, benutze ich jetzt wirklich mal Wattestäbchen. So. Ja, so mache ich das jetzt noch mit den restlichen. Die positioniere ich dann vorsichtig da dran, da muss ich dann natürlich extra vorsichtig sein, wenn ich die Buchstaben direkt nebeneinander platziere. Wie gesagt, das Wasser kann das wieder reaktivieren, sodass sich das erneut verschieben lässt. Aber das sollte ich ganz gut hinkriegen. Muss man am Anfang vielleicht ein paar Mal üben. Aber sollte sich problemlos machen lassen. So, nach knapp 10-15 Minuten Aufwand sind jetzt auch alle Deckels aufgetragen. Und ich finde, es gibt dem Modell doch gleich schon viel mehr Detailfülle, viel mehr Tiefe und Realismus.
Also auch wenn, wie bereits angesprochen, gerade bei russischen Panzern es gar nicht unbedingt so häufig war, dass die in irgendeiner Art und Weise markiert, beschriftet, nummeriert waren, mache ich das doch bei fast allen meinen Modellen, weil es einfach gerade auch bei einfarbigen Fahrzeugen doch das Ganze nochmal erheblich aufwertet. Jetzt machen wir die Decals noch eben versiegeln. Auch bei Emailfarben das übliche Spiel. Schütteln. Deckel aufhebeln bei dem. Noch einmal umrühren. Die Konsistenz prüfen. Das ist jetzt in dem Fall ein bisschen schleimig. Das löst sich nicht ganz so gut. Aber das geht trotzdem. Hier ist jetzt wichtig, dass wir vor allem beim Rand der Decals wirklich mehr tupfen als streichen. Und wenn streichen, dann mehr von der Mitte des Deckels nach außen hin. Um halt sicher zu gehen, dass wir die nicht jetzt mit dem Lack reaktivieren und wieder verschieblich machen. So, das Ganze muss jetzt nur noch trocknen. Und dann war es das auch schon. Wenn man Modelle hat, wo die Decals auf eine unebene Oberfläche müssen, dann braucht man unbedingt so einen Weichmacher für Decals. Hier habe ich jetzt von Revell das Decal Soft. Wenn man das hier aufschraubt, sieht man, da ist so eine direkt so Pinsel dran, wie bei so einem Nagellack oder sowas. Habe ich mir erst letztes Jahr gekauft. Die ganzen anderen Modelle habe ich immer ohne gemacht. Gekauft hatte ich es für diesen CIS-6 LKW hier, weil hier hinten eben ein Deckel auf die Bretter soll. Aber keine Ahnung, ob man das erkennt, ob die Kamera da entsprechend scharf stellt. Ja, doch, das geht. Da sieht man jetzt zum einen, es glänzt sehr. Das ist, glaube ich, der matte Klarlack, mit dem ich drüber gepinselt habe. Eventuell habe ich mich da vergriffen und das war gar nicht der matte. Ich habe auch noch einen glänzenden. Aber auch der matte trocknet ein bisschen glänzend auf, wenn der nicht gut gemischt ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, eigentlich soll er sich hier wirklich so richtig in die Ritzen legen, zwischen diesen Brettern. Ganz wichtig ist sowas zum Beispiel auch, wenn man Flugzeugmodelle baut, die haben ja diese Gravuren quasi in den Flügeln. Da braucht man dann halt unbedingt so einen Weichmacher für die Decals, damit die sich da reinlegen. Hat jetzt hier nicht geklappt, wie man sieht. Und auch da sieht man halt wieder, selbst bei Kleinigkeiten im Modellbau, egal wie lange man schon dabei ist, man muss immer noch wieder neu dazulernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist mein erster Versuch gewesen. Beim nächsten Mal, wenn ich das brauche, klappt es vielleicht schon besser. So, aber das war jetzt auch alles, was ich zum Thema Decals sagen und zeigen kann. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, benutzt einfach die Kommentarfunktion. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!